Ja, schönen guten Morgen. Erstmal ist es ja eine sehr positive Nachricht, denke ich, dass wir wahrscheinlich doch mit dem Beschluss jetzt heute rechnen können für das Berliner Landesaufnahmeprogramm. Vor 4, 5 Wochen irgendwann war eine größere Zoom-Konferenz mit Herrn Geisel. Da sah es noch nicht danach aus, als ob Berlin den Schritt überhaupt gehen würde. Nun kommen wir dazu, auch wenn natürlich 300 eine sehr geringe Zahl ist, aber es ist dann wenigstens mal ein erster Schritt. Und es ist ja leider so, dass wir noch diverse Schritte danach haben werden, die jetzt dann anstehen oder brauchen vielmehr. Weil, wie wir ja alle wissen, gibt es das Problem mit der sogenannten Bundeseinheitlichkeit. Das heißt, wir werden jetzt die Notwendigkeit haben, dass das BMI, Seehofer, die Bundesregierung, wie auch immer, diesen Landesaufnahmeprogrammen zustimmt. Ob sie das tun, ist schon die erste Frage. Das heißt, es ist eigentlich zwingend, dass sich Berlin gegebenenfalls auch darauf einrichtet, juristische Schritte zu gehen, wenn das Wiedererwarten nicht, oder nicht Wiedererwarten, sondern erwartbar ja im Grunde, nicht der Fall ist, dass diese Zustimmung kommt. Dann muss man sich auch innerlich darauf vorbereiten, gegebenenfalls dagegen zu klagen. Wie die Wege da sind, ist in 2 Gutachten dargelegt worden. Und dann muss man das halt auch so gehen. Nur ein Aufnahmeprogramm beschließen, ohne das dann auch letztendlich umzusetzen, wäre eine Worthülse und das kann ja wohl nicht gemeint sein damit. Aber wir sind dann im Grunde genau bei den Themen, die jetzt ab übermorgen oder morgen anstehen. Da läuft die Innenministerkonferenz, das heißt die Innenminister der Bundesländer treffen sich mit dem BMI, mit Seehofer. Wir haben ein zweites Aufnahmeprogramm in Thüringen. Das hängt noch an sogar noch weitergehenden Voraussetzungen, weil da selbst der haushalterisch noch die Opposition erstmal zustimmen muss, bevor das überhaupt umgesetzt werden kann. Und es wird wahrscheinlich auch noch eins in Bremen geben. Und mit vielleicht ein wenig Glück haben wir auch noch grün regierte Bundesländer, die da noch mitmachen. Baden-Württemberg wäre vielleicht eine Möglichkeit, Schleswig-Holstein, Hamburg. Und dann hätten wir irgendwann mal eine Situation, wo wir vielleicht tatsächlich 6 Bundesländer haben, die Landesaufnahmeprogramme beschlossen haben. Und dann, glaube ich, wäre es auch sehr, sehr schwer auf Bundesebene noch zu verkaufen, dass das dann nicht mehr bundeseinheitlich wäre. Aber an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Und insofern ist das jetzt hier, wie gesagt, der erste Schritt, ein extrem wichtiger, wenn er denn so jetzt auch umgesetzt und beschlossen wird. Aber leider nicht der letzte. Das heißt, bis wir Menschen hier aufnehmen können, wird es vermutlich leider noch dauern, weil diese Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen. Und selbst wenn wir die Bundeseinheitlichkeit haben über das BMI, ist der nächste Schritt dann wieder, dass wir wieder den Bund brauchen, weil letztendlich Visa ausgestellt werden müssen, weil das BAMF ins Spiel kommt, Sicherheitsüberprüfung und ähnliche ganzen, diese ganzen Geschichten, die finden wieder auf Bundesebene statt. Da hat das Land gar keine Möglichkeiten, was selbst zu tun. Aber gut, nochmal, es ist ein erster Schritt, es ist ein guter Schritt und es ist ein wichtiger Schritt, dass es Berlin jetzt auch macht. Und insofern können wir es eigentlich erstmal nur begrüßen. Aber wir müssen am Ball bleiben dann im Nachgang, dass es auch in anderen Bundesländern passiert, beziehungsweise auch wirklich die Umsetzung dann daraus resultiert. Schwierig ist es deswegen, weil gerade die SPD, es ist eben schon angeklungen, Asylpaket und die Änderungen im Asylrecht in den 90er Jahren, weil wir immer sehr viele große, laute Worte hören, was denn nicht alles gemacht werden müsse und wie schlimm das alles in Griechenland aussieht. Das wissen wir alles. Wir kennen jetzt wahrscheinlich von 50 SPD-Politikern Videos und Erklärungen, wie beschissen die Lage auf den griechischen Inseln ist und auch die Zusicherung, da dringend was tun zu wollen. Aber letztendlich passiert zumindest auf Bundesebene so gut wie gar nichts. Das sind alles Worthülsen. Herr Castellucci macht Videos im Flieger und was weiß ich wo. Sieht alles toll aus. Ergebnis ist aber am Ende dann erstmal null. Und wir haben es auch im letzten Jahr erlebt mit den ganzen Gesetzgebungen unter dem berühmten Stichwort geordnete Rückkehr oder Hau-ab-Gesetz. Auch da ist viel gesagt worden und am Ende ist das Gegenteil zumindest von den SPD-Leuten gemacht worden. Und uns wurde dann erklärt, wie toll dann trotzdem der Kompromiss sei, der da ausgehandelt wurde. Am Ende des Tages ist das eigentlich alles nur Scheiße. Wenn man sich die Regelungen aus diesen Gesetzen anguckt und guckt, was daraus geworden ist, ist zumindest schon mal das nicht erreicht worden, was eigentlich Seehofer damit haben wollte, nämlich die geordnete Rückkehr. Mehr Abschiebungen, die gibt es definitiv nicht. Die werden auch gar nicht befördert durch dieses Gesetz. Und alle anderen Dinge, viele andere Dinge sind erkennbar auf der Kippe. Also wir haben Leistungskürzungen beim Asylbewerberleistungsgesetz für Menschen in Unterkünften. Wir haben diese
unselige Einordnung, dass Menschen, die alleinreisend sind, aber mit einem anderen Alleinreisenden in einer Unterkunft untergebracht sind, jetzt so wie Ehepaare behandelt werden, weil sie ja Synergieeffekte beim Einkaufen erzielen und deswegen weniger Leistungen bekommen, ihnen also die Leistung gekürzt werden. All diese Maßnahmen sind, ich glaube, inzwischen von ungefähr 25 Sozialgerichten gekippt worden. Das ist natürlich immer noch kein bundesweites Ergebnis, sondern es sind erstmal nur Sozialgerichte und auch, ich glaube, ein oder zwei Landessozialgerichte inzwischen. Aber es zeigt, dass diese Maßnahmen wahrscheinlich auf Dauer keinen Bestand haben werden. Im Ergebnis ist das also auch im Grunde für die Tonne. Es quält die Menschen aber, es beschäftigt die Justiz ohne Ende und man hätte sich das Ganze schenken und sparen können. Es zeigt aber das Ziel, was damit verbunden war, dass man letztendlich über schikanöse Maßnahmen letztendlich versuchen wollte, Menschen in ihren Asylrechten zu behindern. Und wir müssen einfach aufpassen, dass diese Dinge sich nicht ständig wiederholen und dass sie vor allen Dingen auch auf Bundesebene wieder mal geändert werden und wieder in neue Konzepte umgesetzt werden. Und wir auch wirklich aufpassen, dass die SPD eben ganz konkret auf Bundesebene nicht nur irgendwo immer tolle Sprüche macht, sondern sie auch wirklich mal tatsächlich einhält und umsetzt und wir nicht ständig mit diesen Konfrontationen oder mit diesen Dingen konfrontiert werden, dass wir da viel Lärm um nichts haben. Wir brauchen auf Bundesebene eigentlich ganz andere Konzepte und ich fürchte, dass wir die in den nächsten 12 Monaten noch nicht erleben werden, aber das ist Arbeit, die wir alle vor uns haben, bundesweit dann. Man sieht es genauso an den Aufnahmen, die der Bund machen möchte. Resettlement-Programme sind im Augenblick alle ausgesetzt wegen Corona. Wann die wieder aufgenommen werden, weiß man gar nicht hundertprozentig. Die 350 Menschen oder 300 aus Griechenland, die Seehofer holen wollte, von denen die berühmten 47 nach Deutschland kamen, da sollen jetzt nochmal 8 nachgeholt wurden, die damals auf der Liste standen, aber irgendwie nicht den Flieger geschafft haben oder ich weiß nicht was. Und nochmal 240 weitere Kinder und deren Verwandte sollen auch noch nachgeholt werden. Letztendlich ist da überhaupt kein Druck im Kessel. Wir wissen alle, dass die Situation in Moria und in Griechenland generell total beschissen und prekär ist. Ob da jetzt Griechenland oder die EU schuld sind, auf jeden Fall wissen wir die Situation und das Ergebnis und so kann es nicht bleiben. Und hier immer mit formellen Gründen und mit formellen Schwierigkeiten die Aufnahme zu verhindern und Menschen hier Schutz zu geben, ist einfach ein Armutszeugnis, was eigentlich nicht erträglich ist und nicht mehr auszuhalten ist, dass wir diese Sprüche ständig hören, aber keine Umsetzung erleben. Am 1. Juli, das ist auch noch ein wichtiges Thema, beginnt die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland für ein halbes Jahr. Seehofer hat seit ungefähr einem Jahr angekündigt, dass er sich vorstellt, dass das die große Stunde für ihn wird, um europäische Asylpolitik neu zu ordnen und sozusagen Dublin IV einzuführen. Und hat da auch im letzten Jahr Konzepte zu veröffentlicht, wo eigentlich kein Mensch richtig weiß, wie die überhaupt umsetzbar sein könnten. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass er Asylprüfungen an die Außengrenze verschieben möchte. Das heißt, dass bevor jemand Europa betritt, überhaupt erstmal festgestellt werden soll, ob ein grundsätzlicher Asylanspruch bestehen könnte oder nicht. Wie man das in irgendeinem Lager an einer Außengrenze machen möchte, ohne dort konkret ein Asylverfahren durchzuführen, sich nur anzugucken, wo kommt derjenige oder diejenige her und wie sieht er aus oder ähnliches. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. Es sind alles nur Worthülsen, die da gemacht werden, offensichtlich um osteuropäische EU-Staaten zu besänftigen und zur Aufnahme und Verteilung in Europa zu bewegen. Aber letztendlich haben wir das Problem, dass diese Pläne in der Luft sind. Das heißt, im Augenblick reden wir über Lager an Außengrenzen, die auch mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, so ist die Originalformulierung, verbunden sein dürfen. Zwar nur sehr kurzfristig, wie blumig formuliert, aber es soll so passieren, damit man eben erst prüft, ob jemand überhaupt berechtigt sei, in die EU einzureisen. Das ist eine grundsätzliche Umkehrung des Asylprinzips. Wir brauchen eine intensive und normale Prüfung von Asylrecht und auch der Asylumstände für jeden Einzelfall und nicht irgendwie eine kurze Beschau an der Grenze, ob jemand irgendwie da vielleicht reinpassen könnte oder nicht. Ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass dank Corona in Anführungsstrichen der Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft vielleicht woanders liegt und es eher darum geht, wie man wirtschaftlich in Europa wieder zusammenkommt und Europa voranbringt, weil das, glaube ich, das größere Thema ist, was die europäischen Staaten bewegt, als jetzt die Frage, wie dieses europäische Asylsystem reformiert werden kann.
Aber nichtsdestotrotz, die Pläne sind in der Kiste und Seehofer ist wild entschlossen, da auch irgendwie weiter daran zu arbeiten und das zu befördern. Und die Schwierigkeit werden wir auf jeden Fall haben in den nächsten 6 Monaten oder 7 Monaten, dass das Thema mit auf der Agenda steht. In Berlin hier haben wir nichtsdestotrotz, auch wenn heute vielleicht dieser Beschluss gefasst wird, noch weitere Themen. Wir haben immer noch zum Beispiel das Problem, dass der Wohnberechtigungsschein an Geflüchtete nicht erteilt wird oder andersrum nicht an alle Geflüchteten. Dass es zu absurden Situationen kommt, dass jemand, der eine 3,5-jährige Aufenthaltserlaubnis vom Prinzip her hat, die aber leider nur noch 9 Monate läuft, keinen WBS mehr bekommt, weil der Mensch eben erst jetzt nach über 2 Jahren auf die Idee kommt, einen WBS zu beantragen. Das ist grotesk, dass dann die Aufenthaltserlaubnis relativ selbstverständlich verlängert wird, aber kein WBS ausgestellt wird. Wir haben Menschen, die langjährig mit Duldung hier leben, die auch keinen WBS bekommen. Wenn sie in einem Haushalt leben, wo einer geduldet ist und der andere hat die Aufenthaltserlaubnis, kriegt man keinen WBS gemeinsam. Ich hoffe, dass da jetzt auch vor der Sommerpause noch ein bisschen Bewegung drin ist, zumindest sind das die Pläne und Ideen, und dass wir da endlich vorankommen. Das Gleiche gilt für Ausbildungsduldungen oder Menschen mit Ausbildungsduldungen, die im Augenblick auch keinen Anspruch auf den WBS haben. Und man muss vielleicht manchen Politikern in dem Fall auch wieder von der SPD noch sagen, nur weil ich einen WBS habe, habe ich keinen Wohnanspruch auf eine Wohnung oder keinen Zuteilungsanspruch. Es ist für Geflüchtete schon schwer genug, auch mit dem Ding in der Hand dann immer noch eine Wohnung zu finden. Denn wie wir alle wissen, ist es für Ausländer generell, Migranten und auch Geflüchtete ohnehin schwer genug, einen Mietvertrag zu bekommen. Und sie stehen sozusagen immer ganz auf den letzten Plätzen von denen, die sich bewerben um eine Wohnung. Und insofern ist es zwingend notwendig, zumindest für eine Gleichberechtigung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sie eben tatsächlich überhaupt Chancen haben auf dem Wohnungsmarkt. Und das gleiche Thema gilt auch für die Unterbringung von Menschen. Insbesondere die, die schon anerkannt sind und von den Bezirken, in Zuständigkeit der Bezirke untergebracht werden. Wir haben ungefähr 40.000 wohnungslose Menschen insgesamt in der Stadt. Davon sind 20.000 beim LAF untergebracht, davon aber wieder nur 50% noch in deren Zuständigkeit und 50% eigentlich auch schon bei den Bezirken, sowie weitere 20.000, die die Bezirke selber unterbringen. Wir reden immer über die Unterbringung vom LAF und da kann man auch immer noch viel kritisieren, aber die Unterkünfte, die die Bezirke den Menschen vermitteln, sind nun wirklich das Schlimmste, was man sich da so zum Teil vorstellen kann. Da gibt es überhaupt keine Standards, es gibt keine Hygieneeinrichtung, es gibt überhaupt keine Beratung, wir brauchen über WLAN gar nicht nachdenken und ähnliche Dinge. Die Unterkünfte sind noch prekärer und wesentlich schlimmer als das, was das LAF dort macht. Und das wäre mein Wunsch, dass wir da auch endlich mal wieder in Bewegung kommen, dass die Bezirke sich bewegen. Wir hatten jetzt eine Situation mit den ganzen freistehenden Hostels und haben sie nach meiner Auffassung auch immer noch, sodass man da eigentlich immer noch in Bewegung kommen kann und eben Hostels durch die Bezirke anmieten könnte, um diese Unterkünfte aufzulösen und die Qualität zu verbessern, wenn wir denn schon keine Wohnungen finden dafür. Aber wenigstens diese Unterbringungsformen müsste man aus meiner Sicht deutlich verbessern und die Chance dazu ist da. Sie ist jetzt da, im Augenblick, und sie ist immer noch da. Touristen kommen nicht in dem Umfang nach Berlin, selbst wenn man jetzt inzwischen hier einreisen kann. Ausländische Touristen noch weniger als Deutsche. Und das ist einfach eine Chance, die wir hier noch wahrnehmen müssen und wo wir aus meiner Sicht auch dabei Druck machen müssen, dass die Bezirke sich bewegen. Wir haben die immer so ein bisschen, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen vergessen dabei, dass sie eben auch für 20.000 bis 30.000 Menschen und deren Unterbringung zuständig sind. Ja, also ich hoffe, dass das Programm, das Landesaufnahmeprogramm jetzt tatsächlich beschlossen wird. Ich hoffe auch, dass die weiteren Schritte nicht nur mit Druck, sondern auch vielleicht etwas leichter gehen, weil wir jetzt eben mehrere Länder haben, die auf Aufnahmeprogramme setzen. Und nochmal, wir müssen als Zivilgesellschaft weiterhin darauf achten, dass der Druck im Kessel auch wirklich groß genug bleibt und dass jetzt auch den ganzen Worten endlich Taten folgen und die Programme auch wirklich umgesetzt werden. Sonst haben wir irgendwann das Problem, dass wir zwar wunderbare Aufnahmeprogramme beschlossen haben, aber die Umsetzung einfach mangelt. Und wir wissen es aus der Seenotrettung, da gab es Aufnahmezusagen von Deutschland unter anderem für Schiffe, die in Malta oder in Italien anlegten. Und es dauerte 4 bis 5 Monate, bis die Menschen vom Betreten des Landes überhaupt in Deutschland angekommen sind. Das kann kein Zustand sein. Es kann nicht sein, dass das immer 4 bis 6 Monate dauert, bis Menschen irgendwann mal in Deutschland ankommen, für die es Aufnahmezusagen gibt. Und diese ganzen Verfahren müssen deutlich beschleunigt werden und das ist auch immer noch der Punkt, um den wir uns hier massiv kümmern müssen und als Zivilgesellschaft weiter wachsam bleiben müssen. Danke.